So, ich würde sagen, wir fangen unsere Donnerstagnacht an mit dem talentierten 1986. Der Bruder wird auf jeden Fall, würde ich mal sagen, der könnte noch groß werden. Der könnte noch groß werden. Ne? Also mit Kontra Kajan Song gehabt und so. Ich bin sehr gespannt, was da noch kommt. Und da Gesang ohne groß Autotune gerade sowieso extrem im Kommen ist wieder. Ne? Freu ich mich. Wir beide. Wir beide. Produziert von Jules Kalmbacher. Jens Schneider. Co-produziert von Can't Be Bored. Mixed von Jules und Jens und Master von Busy Büren aus Berlin. Liebe Grüße. Ein Mickey-Streifen von Mickeys Fontanier. Seine Fontanelle. Sein Fontanier. Okay, ich bin gespannt. Wir beide. Oh, erstmal laut drehen. Ganz kurz hier Werbung. Sonntag kommt mein Song mit Timey auf meinem Hauptkanal. Geht unbedingt da drauf, ja. Frag mich, was du gerade tust. Bist du gerade alleine? Digga, hat YouTube direkt wieder mal sich gedacht, nö, 4K machen wir nicht. Oder denkst du an uns beide? Ich weiß so ganz genau, dass du hier nicht lebst. Animals von Maroon 5. Die Melodie. Melodie, Maroon 5, Animals. Ja, Animals. Ich denk wieder an uns beide. Also, ich sag jetzt nicht, dass er irgendwas geklaut hat oder sonst was, ne? Aber es klingt auf jeden Fall ein wenig inspiriert davon, ja. Aber ist ja nichts Schlimmes. Der Typ hat eine geile Stimme, Alter. Ohne Autotune, dieses Kratzige, ne? Wenn er runtergeht, Alter. Ich freue mich, ne? Ob jetzt ein Monet, ein Montes, ein 1986, ein Bacci oder sonst wer, Alter. Menschen mit, wie soll ich sagen, Menschen mit geilen Stimmen, die kein Autotune benötigen, um halt Töne zu treffen oder so, sollten auch mal wieder ein bisschen Hack bekommen, so, finde ich. Wenn wir uns nie mehr sehen, wenn wir uns nie mehr sehen. Ich weiß nur ganz genau, dass du hier nicht liebst. Und so eine Frau wie dich hat er nicht verdient. Ich denk wieder an uns beide. Boah, könnte aber auch eine andere sein, ne? Andere. Schöne Melodie auf jeden Fall. Ich kann sie nicht zuordnen. Ich würde immer noch behaupten, dass es so ein bisschen Maroon 5 Style hat auf jeden Fall. Aber keine Ahnung. Aber schöne Melodie, Alter. Und die Stimme hatte einfach was, finde ich. Ich bin wieder tatsächlich gespannt, ja, wie es auf Spotify wieder klingen wird, tatsächlich. Da bin ich sehr gespannt drauf. Denn ich bin gerade auch bei ihr, doch denk wieder an uns beide. Beide. Ich denke, ich weiß genau, was du gerade fühlst. Und wenn wir es nicht probieren, ist vielleicht zu spät. Digga, das ist so ein, ich finde, das ist ein Phänomen. Ich weiß nicht, was das ist, ne, aber ich habe das auch schon öfter gesagt. Wenn man irgendwie Melodien wiedererkennt oder so, fühlt man sich direkt wohler. Ich weiß nicht, warum das so ist. Das heißt, egal, ob man das Originallied oder das, was man denkt zu erkennen oder so mag oder nicht, es ist immer so eine gewisse Verbindung damit schon. Keine Ahnung. Schon wieder an uns beide. Beide. Denk schon wieder an uns beide. Und vielleicht würden wir beide es bereuen, wenn wir uns nie mehr sehen. Wenn wir uns nie mehr sehen. Ich weiß nur ganz genau, dass du ihn nicht liebst. Und so eine Frau wie dich hat er nicht verdient. Ich denk wieder an uns beide. Denk schon wieder an uns beide. Und ich denk. Hey, was ich jetzt wissen möchte, vielleicht weiß einer aus dem Chat das, an was die Melodie so ein bisschen irgendwie erinnert, Alter.
Ich krieg's, ich hätte immer noch, ich würde immer noch Animals sagen, aber irgendwas anderes schwebt auch noch in meinem Kopf, Alter. Die Melodie ist mega. Also auch seine Umsetzung ist mega. Also überhaupt nicht irgendwie so als Kritik oder so gedacht. Eher so, keine Ahnung, Alter. Du weißt genau, Weg, dass du mir gerade fehlst. Vielleicht sollten wir's probieren, vielleicht ist es auch zu spät. Denkst du wieder an uns beide? Denkst du wieder an uns beide? Nicht Animals, irgendein Bossa-Song. Mark Forster? Nee, ich höre keinen Mark Forster tatsächlich, nee. Da kenne ich, glaube ich, keine Melodie von. Centuries von Fall Out Boy? Alter, jetzt kommt ihr aber auch mit ganz, ganz wilden Sachen, ne? Vermissen von Juju, Sixten, Bossa Feature, circa selbe Melodie. Boah, keine Ahnung, Alter. Kein Plan. Bei Pop-Songs oftmals einiges ähnlich, ja. Ja, das stimmt schon. Aber ich finde immer noch, der hat eine coole Stimme. Und ich finde auch die, wie gesagt, die Melodie, die man so ein bisschen sich wohlgefühlt hat, irgendwie fand ich cool. Der Rest ist mir, ehrlich gesagt, so ein bisschen, ja, Radio. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich das bei mir in eine Playlist mache. Aber ich finde der Typ immer noch nach zuvor, Alter, der Typ ist talentiert. Die Stimme ist mega. Auch seine Umsetzung und so weiter. Finde ich gut, aber ja, den Song glaube ich eher nicht, dass der jetzt in meine Playliste landet.